Bundesverkehrsminister Volker Wissing strebt für Deutschland eines der besten Schienennetze in Europa an. Nach der Sanierung der Strecke Frankfurt-Mannheim, für die nun der Startschuss erfolgte, mit einer 5-monatigen Vollsperrung ab Montagabend, folgten dann weitere Trassen, so der FDP-Politiker am Baustellenstandort in Gernsheim. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. So wie es war, darf es nicht bleiben. Die Bahn muss wieder pünktlich werden. Das geht aber nur, wenn die Infrastruktur in Ordnung gebracht wird. Das machen wir nicht mit der herkömmlichen Methode weiter, dem Bauen unter dem rollenden Rad, dem Sanieren unter dem rollenden Rad, sondern jetzt kommt eine richtige Kraftaktion. Zwischen Frankfurt und Mannheim passiere während der Vollsperrung etwas in 5 Monaten, das sonst 6 bis 8 Jahre dauere. Noch nie seien solche Summen in so kurzer Zeit in das Netz investiert worden, so Wissing. Die Sanierung der 70 Kilometer Strecke der sogenannten Riedbahn soll rund 1,3 Milliarden Euro kosten. Die Verbindung ist eine der zentralen Bahnstrecken in Deutschland mit täglich rund 300 Zügen. Die Vollsperrung ab der Nacht zum Dienstag wird Auswirkungen auf den Verkehr in großen Teilen Deutschlands bis nach Frankreich haben. Mitte Dezember soll sie wieder freigegeben werden. Natürlich wird es zu Beeinträchtigungen im Alltag kommen während dieser 5 Monate. Wir brauchen Schienenersatzverkehr, aber der Vorteil ist eben, dass wir durch die Sperrung der Strecke in so kurzer Zeit so viel Leistung erbringen können. Die Riedbahnsanierung gilt als Pilotprojekt für alle Folgevorhaben. Während der 5-monatigen Vollsperrung wird der Nahverkehr auf Busse umgestellt. 140 neue Fahrzeuge wurden gekauft und 400 neue Fahrer eingestellt. Der Fernverkehr wird umgeleitet, was zu Verzögerungen von etwa einer halben Stunde führt. Ein Drittel der Züge wird aus dem Fahrplan komplett gestrichen. Ich muss, glaube ich, nicht weiter erwähnen, dass gerade die letzten Wochen, auch die letzten 4 Wochen der Europameisterschaft, ja nochmal wie in einem Brennglas gezeigt haben, an welchen strukturellen Schwächen unsere Infrastruktur leidet. Sie ist zu voll, sie ist zu alt und damit zu störanfällig. Das deutsche Schienennetz von gut 33.000 Kilometern gilt als marode und Hauptgrund für die Unpünktlichkeit der Bahn. Zuletzt waren nur rund gut die Hälfte der Fernzüge pünktlich. Der Verband der Verkehrsunternehmen, VDV, bemängelte, dass zu wenig Strecken elektrifiziert seien. Diese Lücken erschweren die Umfahrung der vollgesperrten Strecken erheblich und führen zu unnötigen Komplikationen in der Organisation des Umfahrungsverkehrs, sagte VDV-Präsident Ingo Wortmann. Die Ampelkoalition in Berlin hatte zuvor einen Vorstoß von Oppositionsführer Friedrich Merz abgelehnt, der angesichts der Überlastung eine Reduzierung des Bahnangebots gefordert hatte.